Guten Morgen. Wir sind jetzt endlich ausgeschlafen. Naja, was heißt ausgeschlafen? So weit wie es geht, weil wir wollen ja auch den nächsten Tag direkt was erleben. Ja, wie soll man sagen? Tu nicht so, als ob du noch so müde bist. Kaputt ist man immer noch total. Wir haben jetzt endlich mal die Aussicht gesehen, wie es draußen aussehen kann. Und werden uns jetzt gleich einmal fertig machen, frühstücken. Und dann geht's erstmal für den ersten Tag los. Gucken wir, wie lange wir durchhalten. Kevin ist auch ein bisschen gerädert. Ein bisschen. Ich lag gerade das Video hoch, das erste. 7 Minuten. Geht echt fix. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Ja, dann geht's los. Werden wir den Tag mal starten lassen. Bis dahin. Tschüss. Wir sind in Takayama unterwegs. Wir schauen uns ein paar Läden an. Gucken gleich mal, wo es uns noch so hin verschlägt. Haben gerade eben einen super tollen Laden entdeckt. Vielleicht könnt ihr das sehen. Bremen. Bread. Wir wollen nachher mal ausprobieren, ob das Brot wirklich aus Bremen stammt und ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Und dann gucken wir mal weiter. Lasst euch einfach mal mitnehmen, entführen nach Takayama in die Innenstadt. Wir gucken mal, was es da so gibt. Viel Spaß dabei! Wir sind jetzt direkt vom Verwaltungsgebäude in Takayama. Ehemaliges. Noch von sehr früh damals. Zusätzlich ist hier vor direkt ein kleiner Markt, falls man das gut erkennen kann. Ja, da kann man Gemüse kaufen, das alles selber angebaut ist von etwas älteren japanischen Leuten. Und ja, mal gucken, ob wir gleich von drinnen noch ein paar Videos machen können. Wenn es der Fall ist, dann werdet ihr es gleich sehen. Bis dann! So, wir sind jetzt beim Verwaltungsgebäude drinne. Wir haben uns gerade die Tickets geholt und ja, scheinbar dürfen wir hier drinne aufnehmen. Ich zeige euch einfach mal, wie es aussieht. Du siehst das? Ja. Warum? Okay. So einigermaßen, es kommt genau auf den Blickwinkel drauf an. Naja, lasst euch überraschen, guckt es euch an. So, wir sind jetzt im Verwaltungsgebäude drinne. Mussten hier vorne einmal unsere Schuhe ausziehen, die wir jetzt in einer Tüte mit uns herumtragen. Und hier ist die Eingangshalle. Hier steht es auch sehr schön auf Englisch beschrieben. Entrance Hall only. Ist reflektiert. Head Officer and Special Guests use this hall. Also es war nicht für jedermann diese Halle, sondern nur für besondere Gäste. Warum? Steht hier allerdings gerade nicht. Das hier ist der Teeraum. Dann hier, dass der Tee scheinbar gekocht wurde. Okay. Noch in den nächsten Raum. Die Kitchenette for Tea. Ich vermute, dass das dahinter mal ein Wandschrank war. Würde ich jetzt zumindest vermuten. Ja. Was haben wir hier? Ai, ist das nicht schön? The Toilet. Um Gottes Willen. Ich hoffe, das ist nicht das. Okay. Gut, dass man diese Sachen heutzutage nicht mehr nutzt. Washing Area. Okay, da haben sie sich wohl gewaschen. Gut. Ja. Das ist 50 mm. Für mich wäre es nicht. Okay. Kevin und die anderen sind immer noch dort hinten. Die einzige, die mir gerade folgt, ist Bibi. Was sagt denn meine liebe, nette Schwägerin zu allem? Naja, ich hab's ja schon mal gesehen. Ich war ja schon mal hier.
Du warst schon mal hier. Mhm. Vor mindestens 6 Jahren war das. Vor mindestens 6 Jahren? Ja. Und da hast du genau dieses Gebäude angeguckt? Ja. Und du findest es immer noch toll? Ja. Das spricht für sich. Vielen Dank. Arigato gozaimasu. So. Wir müssen einmal das hier anfassen. Seht ihr das? Das ist tatsächlich wie so ein bisschen, ja, so Fließpapier. Ich kann es nicht genau beschreiben. Also es ist nicht so dünn wie Papier, aber besonders dick ist es auch nicht, wie Pappe oder so. Also es ist ein Ticken dünner als Pappe, aber dicker als Papier. Ein wunderschöner Garten. Da drüben müssen wir gleich auch nochmal hin. Und scheinbar geht das ganze Gebäude auch nochmal komplett um diesen Garten und zu, wo wir jetzt auch noch nicht gewesen sind. Weißt du was? So, hier haben wir nochmal einen ganz wichtigen Raum, das ist die Folterkammer. Dort unten ist das Wellenblech. Und dort musste man sich draufknien und wurde mit den Steinen dort rechts, die wurden auf die Beine getan, damit die Knie bzw. die Beine sich dann durch dieses Blech, ja, das drückt sich dann so rein. Und das war deren Foltermethode gewesen. Folgen die anderen und schauen, wo uns so der letzte Gang jetzt hinlockt. Jetzt musst du die Kamera wegmachen. Bis zum Schild und du musst ausmachen. Ja. Hier vorne ist einmal das Schild, dass wir ab hier dann gleich nicht mehr weiter aufnehmen dürfen. Von daher, tut mir leid, das bleibt jetzt eine Erinnerung nur für uns. Wir sind durchs Government-Gebäude. Government-Gebäude durch. Genau. Und jetzt ist nochmal hier Toilettengang und so. Und dann ziehen wir weiter. Genau. So, wir ziehen jetzt weiter. Denk mal in Richtung Altstadt. Wir sitzen hier noch ein bisschen rum gerade im Schatten, bevor wir wieder in die pralle Sonne gehen. Wir haben es gleich. Ich schau mal kurz. Wir haben es 11:30 Uhr. Ja, kurz vor Mittag. Eben in diesem Bremer Laden mal was gegessen. Ja. Schmeckt gut. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so typisch bremisch, ne? Also. Aber vielleicht haben sie verstanden, dass wir aus Bremen kommen. Vielleicht. Und wahrscheinlich, aber. War mir nicht so sicher. Naja. So, es ist immer wieder schön anzugucken. Am liebsten würde ich mich da reinschmeißen, aber ich glaube, das ist nicht ganz so gerne gesehen. Weil wir haben es hier bestimmt um die 30 Grad jetzt schon, wenn nicht sogar schon mehr. Es kann auch sein, dass wir schon die 32 Grad erreicht haben. Auf jeden Fall soll es heute gegen Mittag noch 36 Grad werden. Mal gucken, wie das vom Gefühl her so ist. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Man hat das Gefühl, man klebt aneinander so. Die Oberschenkel kleben aneinander, die Beine kleben aneinander. Schwitzen tut man die ganze Zeit. Es ist ein wenig anstrengend. Und hier haben wir die anderen noch sitzen. Und dann ziehen wir gleich weiter. Diese Straße werden wir jetzt entlang gehen. Soll wohl eine sehr, sehr super tolle Attraktion sein, diese Straße hier entlang zu gehen. Ganz viele kleine Shops. Mal gucken, was uns erwartet. Keine Hunde. Und Eis. Ganz wichtig. Wir müssen unbedingt noch ein Eis essen. Und ich glaube, hier gibt es Sake. Laktosefreies Eis? Ich glaube nicht. Ja, aber kaufen werden wir erst gleich was, denn wir wollen einmal diese Straße komplett durchqueren. Da so ein ganz großes. Und Fotos machen und. Jetzt bin ich einfach mal der Vanessa durchs Bild gelaufen. Einfach weil ich es kann. Ich glaube, hier werde ich noch sehr viel Geld loswerden.
Das habe ich gerade eben zweimal werden gesagt, ne? Ein bisschen mehr konzentrieren, ne? Ein bisschen mehr konzentrieren. Und junger Mann, was machen Sie hier? Urlaub. Sachen. Da gab es Tabakli. Schnickschnack. Was gab es da? Tabakli, Hundesnacks. Hundesnacks. Ja, kannst du mal ein bisschen? Aber ich glaube, die dürfen wir nicht mitnehmen, oder? Dürfen wir die importieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube auch nicht. Und was hast du dazu? Wozu? Zu dieser Straße hier. Ja, schön, alt, alles denkmalgeschützt. Super Sache. Also man sollte vielleicht mal herkommen, wenn das ein bisschen ruhiger ist, um ein paar Fotos zu machen. Und dann hat man die Straße vielleicht so ein bisschen besser im Blick. Ihr habt's gehört. Diese Straße ist sehr schön. Alt. Und ich denke mal, wir sind auch schon fast am Ende der Straße angelangt. Wir werden jetzt durch die Läden gehen. Kevin sagt, da vorne ist ein Knick. Okay, dann warten wir noch mal kurz. Und es gibt zwei Straßen. Es gibt zwei Straßen, höre ich gerade. Gut, wenn es zwei Straßen gibt, vielleicht sollte ich dann einfach mal pausieren und gucken, wo es weitergeht, wie es weitergeht. Und immerhin wird irgendwann auch der Arm lahm, ne? Wir müssen hier jetzt eher eine Straße überqueren. Also. Wir sind gerade gefühlt einen Berg hochgeklettert. Es war ein Berg. Ja. Mir laufen die Schweißperlen von der Stirn runter. Ich habe eine Schweißschicht auf der Oberlippe. Ich weiß noch nicht, wie viel Grad wir inzwischen haben. Es ist einfach zu viel. Und wir sind jetzt beim, wie hieß er? Shoji-Tempel. Shoji-Tempel. Da sieht man so ein paar. In Takayama. Genau. Tore. Tore, genau. Mal gucken. Nie mittig durchlaufen. In der Mitte laufen nur die Götter durch. Immer links oder rechts durch ein Tor durchlaufen. Ist das so? Das geht bei den 1000 Toren, die du hast, in was weiß ich, wo die sind, nicht. Ja, aber hier sind drei Platten, ne? Dann kannst du dich auf die linke oder rechte. Ja, genau. Ja. Wie auch immer. Wir gucken mal in den Tempel rein, was man da sehen kann. Vielleicht ist es sehenswert, dann zeigen wir euch das. Ansonsten sehen wir uns unten wieder. Genau. So, wir sind jetzt bei dem Tempel. Und leider ist es jetzt nicht ganz so wie gehofft. Renovierungsmaßnahmen und so. Richtig, also hinter uns sieht man den Tempel. Man kann auch da hochgehen, aber was sollen wir uns Holzwände angucken? Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Wir waren eigentlich gerade zu den Schlossruinen oder Bergruinen. Haben gerade festgestellt, dass wir hier eine super tolle Aussicht haben. Auf so einen goldenen Palast, was auch immer das ist. Genau, da hinten steht ein goldener Palast, aber wir können nicht ganz identifizieren, was das ist. Ob man es sich angucken kann oder auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Kann man das Bild erkennen? Ja. Da, so sieht das rangezoomt aus. Genau. Ja, es geht sehr steil hier runter. Und hier oben ist eine echt heftige Hitze. Wir sind vorhin an einem Schild vorbeigelaufen, wo drauf stand, Vorsicht Bären. Ja. Also mal gucken, vielleicht treffen wir noch einen Bär. Wenn ja, dann wird es dieses Video wohl wahrscheinlich nicht geben. Wenn nein... Ich laufe schneller als die. Dann seht ihr das. Einfach. Ich opfer sie und dann mache ich das. Kein Problem. Ja, genau. Naja, wir ölen weiter vor uns hin und suchen die Ruinen. Wir sind auf dem Berg oben angekommen. Hier sollen die Ruinen sein. Das sind die Ruinen. Wie ihr seht, ist nichts mehr wirklich vorhanden. Das, was ich euch zeigen kann, ist das, was hier geschrieben steht, beziehungsweise der Grundriss davon. Es war also mal eine riesengroße Burg. Man sieht hier auch noch so ein paar Poller stehen, aber mehr als diese Poller sind halt auch nicht mehr da.
Jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwie wieder von diesem Berg runterkommen. Und ich vermute, also vom Meeresspiegel aus, sind wir bestimmt einen Kilometer hoch. Ich guck mal, ob ich hier zeigen kann, wie steil es runtergeht. Also es geht hier wirklich sehr steil herunter. Ich weiß noch nicht, wie wir da runterkommen. So wie wir hochgekommen sind. Wir sind noch keinem Bären begegnet, Gott sei Dank. Aber jetzt müssen wir gucken, auf welchem Weg wir am besten, am sichersten und am schnellsten runterkommen. Weil ich möchte endlich wieder zurück ins Hotel. Ich bin durchgenässt. Ich möchte zurück. Naja. Ihr habt's nicht vor euch, aber wir. Und wir sehen uns später. So, der Abend ist gekommen. Wir waren eben gerade bowlen im Play B. Ja, haben da eine Runde gespielt. Erstens, ich habe gewonnen, ja. Das muss ich nochmal ganz klar hervorheben gegen Kevin. Und jetzt wollen wir uns den wunderschönen McDonald's hier vorne nochmal angucken, bevor wir schlafen gehen. Denn morgen früh müssen wir wieder früh raus. Denn es geht für uns nach Shirakawa Go. Und die anderen fahren woanders hin. Mal gucken, wohin, weiß ich nicht. Kriege ich ja dann irgendwie mit. Aber erstmal jetzt den McDonald's. Wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Wir werden uns gleich wahrscheinlich hinlegen. Es ist 10 Uhr. Und ja gut, ein bisschen nach 10, aber das macht ja nichts. Bei McDonald's waren wir noch drin gewesen, haben uns alle mal ein Eis geholt und ja, jetzt werden wir das Video nochmal bearbeiten, bevor wir ins Bett gehen. Und dann geht's morgen los nach Shirakawa Go in eine sehr altertümliche Stadt, wo dann die ganzen alten Gebäude sind mit Reetdächern und ja, mal gucken, wie das Ganze ausschaut. Und dann nehme ich euch morgen einfach wieder mit auf die Reise. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht.